Auf zur letzten Schlacht. Für Ishii. Auch das ist für Ishii. Die Person in der Nähe. Schauen wir mal. 10.000 Punkte. Oh, das ist doch mal was. Dann würde ich sagen, ich wechsle mal wieder zu der Waffe. Das habe ich ewig nicht mehr benutzt. So. Die ist ja noch ganz voll, ey. Ich hätte sie schon vorher benutzen sollen. Obwohl, hier könnte ich noch ein bisschen Munition kaufen. Hier noch Detonation und eine Munitionspäckchen. Eine Munitionspäckchen. Fantastisch! Uns bleibt keine Zeit mehr. Wir müssen zu Ulysses und irgendwie die DNA-Bombe deaktivieren. Ach ja, die ist ja auch noch da. Klar. Vielleicht finden wir ja irgendeinen vergessenen Star Creeper, den keiner mehr braucht. Voll aufgetankt und startklar. Vielleicht steht ja auch noch dein Name drauf. Hey, Moment mal. Was? Die Ulysses. In den Abwurfröhren waren noch Fluchtkapseln. Wir haben nicht genug Schub. Wenn wir im richtigen Moment starten, könnte uns die Detonation zumindest aus der Atmosphäre schleudern. Wir zünden die Schwerkraftumkehr und lassen uns von der Druckwelle der Ulysses von diesem Planeten katapultieren. Scheiß drauf, wir versuchen's. So hätte ich das auch gemacht. Die Heavy Echo-Typen hatten dieselbe Idee. Na los, sie dürfen die Kapsel nicht vor uns erreichen. Na los! Hetzt mich nicht. Oh, wow, 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 wow. Alter, was war... Oh, was? Alter, was war das denn? Oh mein Gott. Das war jetzt eben krass. Hm. Scheiß drauf, wir versuchen's. Ja, wir versuchen's nochmal. So sieht's aus. Verdammt, die Heavy Echo-Typen hatten dieselbe Idee. Sie dürfen die Kapsel nicht vor uns erreichen. Los! Okay, jetzt aufpassen. Was war das denn? Das Ganze ist nur ein Behelfsplan und wird vermutlich nie im Leben funktionieren, nur damit du es weißt. Das heißt nichts. Und außerdem haben wir auch nichts zu verlieren. Geh mal rüber. Ach, ich habe ja keine Punkte. Es kommt schon alles automatisch, als ich sofort bei der Versorgungskapsel Q drücke. Lang. Scheiße. Ja, schön, aber wo muss ich denn lang? Wir werden sowas von drauf gehen. Oh, Gott sei Dank. So. Das hier ist nicht deine Party, Hackfresse. Leute. Okay. Sieht nicht gut aus. Los geht's. Oh oh. Bye bye, Skulls.
Wart gute Freunde. Auf ihr Burnouts. Macht's gut. Mann, warum jetzt noch kämpfen? Macht lieber mal Party. Apokalypse Now. Ah, es ist wieder Mama. Mama Klaus. Hallo. Ach du Scheiße. Das war's. Und die Erde wird erleuchtet. Das muss viele Punkte geben. Klaus, nein. XXL Klaus. Oh. Ach du Scheiße. Geht das wirklich? Oh. Nur Lebewesen. Ich bin echt überrascht, dass ich noch atme. Das war eine beschissene Erfahrung. Ich habe dabei alle meine Freunde verloren. Und du? Du hast allen Grund, mir den Tod zu wünschen, Trishka. Wir sind Freunde, Gray. Oh. Hör damit auf, Hunt. Wie gesagt, ich weiß, was Serrano getan hat. Mir ist klar, dass er ein wahnsinniger Psychopath ist. Ich weiß, es war nicht deine Schuld, Gray. Das meine ich ernst. Du irrst dich. Das alles ist meine Schuld. Ich an deiner Stelle hätte Serrano auch tot sehen wollen. Er hat dich zum Morden missbraucht. Rell, Oliver, Ishii. Sie sind mir gefolgt. Ich hab sie auf dem Gewissen. Also sind sie dir gefolgt, um den Mann zu töten, der auf ihre Leben geschissen hat. Er ist mir entkommen. Und? Wie wirst du das gerade biegen? So, liebe Freunde, mein erstes Let's Play habe ich abgeschlossen und das Ende sah jetzt auch sehr offen aus. Ich weiß ja nicht, das Spiel gibt es jetzt schon mittlerweile ja schon fast 3 Jahre. Ich würde wirklich hoffen, dass da noch ein zweiter Teil rauskommt. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Oh, ich bin jetzt doch ein bisschen erleichtert. Ich habe es doch irgendwie durchgeschafft, auch wenn ich zum Schluss ein bisschen oft abgeschmiert bin. Ja, aber schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde das auch weiterhin machen. Ja, ich würde mich über ein paar Kommentare sehr freuen. Feedback wäre natürlich auch nicht schlecht. Und ja, ich lasse den Abspann hier noch durchlaufen. Oder ich kann ihn auch überspringen. Also, nee, ich werde ihn wahrscheinlich nicht durchlaufen lassen. Aber ich verabschiede mich schon mal und sage alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Epische Musik zum Schluss. So viele Tester. Oh yeah.
Sir, er ist wach. Was? Wird auch Zeit, verdammt! Sieht er wenigstens besser aus als ich? Die Scheiße, die ihr mit mir gemacht habt, ist erbärmlich! Sir, General, wir haben unser Bestes gegeben. Ihre Beine waren matsch, ihre Organe waren, also, sie waren zerquetscht. Nichts, womit wir arbeiten konnten. Schnauze, Schwachkopf! Ich bin nicht hier, um mir noch mehr Entschuldigungen anzuhören! Verdammt nochmal, weckt ihn auf! Hey, du. Wie fühlst du dich, Sushi-Wichser? Hast du Gott gesehen, als du weg warst? Gott ist tot. Okay, Leute, es wird eine Fortsetzung geben. Und hiermit verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dann. Tschüss.